Ich mit meinen 13 Jahren saß da so, hab jedes Video von Iblali geguckt, mich gewundert, okay, wann kommt denn jetzt diese Erwähnung? Kam nicht. Ich war schon enttäuscht. Die Sache ist, kann sein. Justin reagiert, das Karriereende von Iblali. Mal gucken, was er zu sagen hat. Das Video geht 22 Minuten, aber juckt's. Die schon lange dabei sind, kennen die Story vielleicht schon, die ich gleich noch zu erzählen habe. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Story er erzählt. Ja. Also wenn es die Story ist, die er meint, dann ist das 9 Jahre her. Ich war früher, als ich auf YouTube angefangen habe ich ja mit Grafikdesign angefangen. Ich war übelster Iblali-Fan. Damals gab es auch nicht viele YouTuber, die groß waren, die man feiern konnte. Damals gab es Alberto, Simon Desio, die Außenseiter, Iblali. Er war auch übertrieben jung. Ich glaube, als wir miteinander geschrieben haben, war der 14 oder so? 13 oder 14, auf jeden Fall sehr, sehr jung. Die hat man dann halt so geguckt. Und du hast, es gab halt, diese 6, 7 Leute waren halt eine Supermacht und die hast du halt geguckt. Also Supermacht, halt wir waren Supermächte, die Illuminaten. Und Iblali war jemand, den habe ich so krank gefeiert. Wie alt war ich da? Süß. Ich dachte 13. 13, 14 so. Also ich kann mich an die Story nicht mehr wirklich erinnern, weil das ist ewig her, Bruder. Und ich kann mich nur erinnern, er wollte mir einen Designer stellen, weil früher konntest du auf den Accounts selbst Hintergrunddesigns machen. Man kann immer noch den Header machen, aber früher konntest du hier alles bearbeiten. Und ich glaube, der hat mir vorgeschlagen, beziehungsweise er hat sich angeboten, mir mein Design zu kreieren. Irgendwie sowas, aber ich kann mich nicht zu 100% erinnern. Das ist mein Ziel, für Iblali mal irgendwann ein Kanaldesign zu machen. Ich kann mich zwar überhaupt nicht mehr an die Story erinnern, aber ich glaube, wir kamen irgendwie nicht ganz auf einen Nenner. Irgendwas war da. Irgendwas ist da passiert, aber ich kann mich echt nicht erinnern. Vielleicht kann er sich besser erinnern. Wir haben nur irgendwie über diese YouTube-PNs geschrieben, das gab es ja immer so. Habe ich gesagt, ey, kann ich den Kanaldesign machen? Ich will nichts dafür haben. Nur, dass du mich mal erwähnst oder so, das wäre korrekt. Dann habe ich Iblali ein Kanaldesign gemacht und er hat es verwendet und ich fand es so krass. Habe ich das zufällig noch? Das alte Kanaldesign habe ich hier nicht mehr, auf keinen Fall. Das wäre krass, wenn ich das noch hätte, Alter. Und dann hat Ali das Kanaldesign verwendet und ich habe... Warte mal, probier es mal mit Wayback Machine. Boah, das ist eine gute Idee. Iblali und Game auf 2011. Also mich würde echt mal interessieren, ob Justin das noch hat. Oh, hier lädt was. Hat er das hier oben für mich gemacht? Das hier habe ich auf jeden Fall nicht gemacht, das hier oben. Nee, das war von Trooper FX. Na, Justin hat es selber nicht mehr. Schade, Alter. Guck mal, hier habe ich die 100.000 erreicht. Dezember 2011. Crazy, Alter. Crazy. Ihr guckt noch ganz kurz 2012. Nee, keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich finde das nicht mehr. Das war von DCP Lounge. Juck, wir gucken weiter. Aber ich bin zu meinen Eltern gegangen. Guck mal, Mama, Papa. Iblali hat das Kanaldesign verwendet, was ich gemacht habe. Süß. Und das war so krank. Das habe ich so heftig gefeiert. Wenn so große Persönlichkeiten früher mal Fans von mir waren. Oder von Iblali. Also ich habe ja zum Beispiel auch den Rapper Green getroffen. Ich habe den zufällig auf den Videodays gesehen. Dann kam er auf mich zu und meinte, ey Iblali, du machst so coole Videos und so. Und hat mir richtig süße Komplimente gemacht. Und ich dachte mir, Digga, ich feiere deine Musik. Krass, dass du mich auch feierst. Was zur verfickten Hölle. Ich mit meinen 13 Jahren saß da so, hab jedes Video von Iblali geguckt, mich gewundert, okay, wann kommt denn jetzt diese Erwähnung? Kam nicht. Ich war schon enttäuscht. Die Sache ist, kann sein, dass ich hier nicht erwähnt habe. Aber ich frag mich, warum? Habe ich das einfach vergessen? Oder hatte ich irgendeinen Grund, warum ich das nicht machen wollte? Weil im Nachhinein, jetzt im Jahre 2020, gibt es keinen Sinn für mich. Irgendwas war da. Iblali hat mir auch einfach nicht mehr geantwortet. Ich habe dann so gefragt, so, hey, wann kommt eigentlich die Erwähnung und so, also wäre cool, weil wir hatten das ja ausgemacht. Jetzt nicht, weil ich darauf gegeiert habe, sondern ich wollte einfach einmal so diese Anerkennung von ihm haben. Iblali von 2011, schon abgehoben. Im Commentary habe ich einfach so diese Story rausgehauen so und gesagt, dass er mich dann einfach ignoriert hat. Dann ist aber die Kacke am Dampfen gewesen. Dann hat er so einen Facebook-Post gemacht, damals war noch Facebook ganz in. Echt? Da hat er einen Facebook-Post gemacht und so. Hä, ich schwöre, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ich weiß, da war irgendwas. Gibt es diesen Facebook-Post noch? Wollen wir den mal suchen? Nee, Alter, ich will jetzt nicht auf Facebook gehen. Dann hat er einen Post gegen mich rausgehauen. Und hat da irgendwas gesagt, so Negatives über mich. Und ich wurde dann so gehatet. What the fuck? Hab ich das? Ich wünsche, ich könnte dazu irgendwas sagen, aber ich kann mich halt echt nicht erinnern. Also wenn das wirklich stimmt, was er erzählt, dann Bro, I'm sorry. Es ist so lange her. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, Leute. Das hat mir im Herzen wirklich wehgetan. Scheiße. Naja, auf jeden Fall ist über die Jetzt Sache. Fühlt mich ein bisschen schlecht. Das ist mir mittlerweile auch egal, so. Ey, die Sache ist, ich wünschte, ich könnte euch erzählen, was da genau abgegangen ist, aber ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass es genauso war. Kann sein, dass von meiner Seite noch irgendwas passiert, was mich dazu veranlasst hat, ihm doch nicht zu erwähnen oder was auch immer. Halb so wild. Er war damals ja auch noch jünger. Das ist, ey, Alter, überleg mal, das ist fast 10 Jahre her. Genau, das emotionale Trauma des Justin F. Ey, stimmt, die Frisur wollte damals jeder haben. Ist das so? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich damals, als ich diese Frisur hatte, der Einzige war. Irgendwann kam Justin Bieber, also irgendwann hatte Justin Bieber seinen Hype, hatte dann auch die Frisur und danach haben alle zu mir gesagt, yo, du machst Justin Bieber nach. Boah, dieses Intro, Bro. Boah, das war, glaube ich, von Trooper FX. Trooper ja, FX. Ja, genau, da gab es diesen Sound. Yeah. Ich weiß noch, irgendwann
hat mich mein Management darauf aufmerksam gemacht, dass es Probleme geben könnte mit dem Sound. Weil das ist aus einem Kinofilm und ich wusste das nicht. Damals hatte niemand 3D irgendwas. Das war Trash alles damals. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jetzt wirkt das so wie so ein random YouTube-Intro. Das war damals wirklich, das war ein Blockbuster, allein dieses Intro. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Justin das viel krasser in Erinnerung hat, weil er damals sehr jung war. Aus Sicht von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nostalgie, wirkt alles viel krasser damals. Es war ein cooles Intro, aber es gab zu dem Zeitpunkt auch noch viele andere Intros, die mindestens genauso cool waren. Ey, YouTube sah damals so aus, Leute. Könnt ihr das fassen? War auch bei der Wayback Machine. Nice. Damals war das viel individueller alles. Ja, okay, Header kann man sich immer noch erstellen, aber damals konnte man alles viel, viel individueller machen. Man hatte so viele Freiheiten und heutzutage fast gar nicht mehr. Was ein bisschen schade ist. Vorbeischauen. YTT, Maniac Mind, Bullshit TV, Cheng Lö, man konnte die Schrift auch bunt machen. Facebook, blau. Folgt mir auf Twitter, rot. Folgt mir auf AppRats. Was für eine Hölle ist AppRats? Sucht doch den Facebook-Betrag. Ich gehe mal eben auf Facebook, Leute. Weil das würde mich wirklich interessieren. Ich habe bei Facebook nie was gelöscht. Ich hoffe, die Suche ist nicht umsonst. Real Talk. Wir werden es schaffen. Ich bin gleich bei 2015. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich hieß damals so PrimeFX. Nee, findet ihr auch nicht. Fuck. Gepostet am... Oh, das ist auch interessant. Statement vielleicht? Weil wenn ich etwas ernst angesprochen habe, habe ich das Statement genannt. Nee, da ist auch nichts mit Statement. Nur Supreme. Was ist das? Supreme Games und ich haben die Sache mit dem öffentlichen YouTube-Beef via Skype geklärt und sind jetzt cool miteinander. Es kam zu vielen Missverständnissen und ich bin froh, dass diese nun beseitigt wurden. Ich kann nur darum bitten, ihnen nicht mehr zu haten, da wir wegen solchen Sachen keinen Ruf schädigen sollten. Letztendlich kann ich sagen, Vernunft gehört zu den effektiven Lösungswegen. Merkt euch das, Freunde. Wir haben uns vertragen? Wir haben uns 2013 vertragen, aber das wurde gar nicht erwähnt. Vielleicht hat er es auch vergessen, weil ich hab's vergessen. Wir haben jetzt nach etwas gesucht, haben dadurch jedoch etwas ganz anderes herausgefunden. Mit einem international großen YouTuber ein Video drehen, wie zum Beispiel Finebrod. Alter, das war iJustine. iJustine, ja. Weiß ich noch. Ist iJustine eigentlich immer noch aktiv? Bei ihr läuft noch. Bei ihr läuft gut. Schon seit Ewigkeiten dabei. Und bei ihr läuft immer noch. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hätte iBlali damals gesagt, das Kanaldesign ist von SupremeFX, folgt dem mal. Also ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt gewesen ist, aber vielleicht dachte mein 2011 ich, yo, das ist so ein Kind, der will zu viel Cloud. Aber dann hätte ich ja nicht sein Design annehmen dürfen. So, Weg das Kanaldesign war auf deinem jetzigen Kanal Blavlog. Oh, okay, 2013? War das 2013? Bruder, ich habe keine Ahnung. Das ist der älteste. Das ist der älteste Eintrag. Nee, das muss vorher gewesen sein. Irgendwas stimmt mit dem Link nicht. Ich gehe mal eben kurz auf iBlali. Oben steht jetzt auch iBlali. Jetzt gebe ich mal ein Blavlog. Komme ich dadurch auf Weg? Ja, tue ich. Okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich hier bei der Wayback-Maschine diesen Link verwende. Mit Blavlog. Jetzt, oh mein Gott. Hackerman, ich habe es geschafft. So, Juli. Gucken wir mal, was da abgeht. Design bei Mr. Artwave. Mr. Artwave ist nicht Justin. Januar habe ich noch. Ich werde das finden, Leute. Oh mein Gott, was ist das? Ist das von ihm? Bei Justin Designs HD. Ich glaube, das ist er. Hieß der mal so? Ja, ich gebe mal kurz ein. Justin Designs HD. Ich glaube aber nicht, dass er das ist. Ich glaube, das war wer anders. Da, Justin Designs HD inaktiv. Oh mein Gott! Oh mein Gott, guck mal nach rechts. Neuer Kanal. SupremeFX. Wir haben sein Kanaldesign gefunden. Boom! Ich werde hier auch sowas von YouTube-Video machen. Ey, und das hat nur funktioniert, weil ich diesen Link verändert habe, ja? Also der Link hier oben funktioniert nicht. Ich muss hier noch zusätzlich Blavlog eingeben. Dann kopieren wir das. Gehen zur Wayback Machine. 2012 war das, ne? Januar. Da hatte ich, glaube ich, noch sein Design drin. Da ist es. Ich mach mal kurz ein Screenshot, Leute. Wie heißt Justin auf Twitter? Der hat doch Twitter, oder? Ist er aktiv auf Twitter? Ja doch, das ist er, ne? Komm, wir folgen ihm mal. Gönn ein Follow. Bro, guck, was ich gefunden habe. Jetzt ist das so nicht sein Design. Das wäre Kringo. Doch, das ist sein Design. Guck mal, wenn da links steht Justin HD, ja? Sein neuer Kanal ist SupremeFX. Doch, da ist es definitiv. Hoffentlich freut er sich. Er hat es nicht geschafft, es zu finden. Ich habe es für ihn gefunden. Ich habe Justin übrigens getroffen. 2015 oder 2014, wo ich schon in Köln gewohnt habe. Relativ random. Also, ich war mit einem Kumpel auf einem Hausdach. Und da haben andere Leute gechillt und Justin war mit dabei. Ich glaube, wir haben nicht viel geredet. Wir haben so ein bisschen geredet. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, aber es ist super lange her. Jedoch habe ich da schon in Köln gewohnt. Sierra Kid war auch dabei. Als ich perfekt schaue, immer die Augen ein bisschen zugekniffen, so dass ich perfekt rede. Und vor allen Dingen habe ich immer versucht, meine Zahnlücke so ein bisschen zu verstecken. Wenn ich mental so auf Knacks angelehnt wäre durch YouTube und sagen würde, boah, mir ist das zu viel, dann würde ich einfach nichts hochladen. Wenn man sein Fachgymnasium aufgegeben hat, für sich entschieden hat, yo, das ist jetzt meine Zukunft, damit verdiene ich mal Geld. Und das muss jetzt klappen. Ich habe mich zu Tode unter Druck gesetzt. Ihr hattet sozusagen einen 23-Jährigen vor der Kamera, der sein 17-jähriges Ich gespielt hat. Okay, das war halt bei mir beim Gaming-Kanal so. Ich habe Gaming gemacht und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und ich wollte auch niemandem was vormachen. Und Mode hat mich begeistert, dann habe ich Mode-Videos gemacht. Ich meine, er hat damit ja auch Erfolg, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn man wirklich das macht, was einem am meisten Spaß macht, dann strahlt man das auch aus. Und dadurch bekommen die Zuschauer dementsprechend auch mehr Bock darauf. Logischerweise, weil, wie gesagt, man strahlt es aus. Und ich habe damals einfach mit Mario Odyssey Challenges begonnen,
weil das war das, was ich unbedingt machen wollte, weil ich das selber gefeiert habe. Und die Zuschauer haben das, die haben das gefühlt. Die haben einfach gesehen, dass ich dass da Leidenschaft hintersteckt. Krass, Detektivarbeit. Grüße aus dem Stream. Funny. Hoffentlich kann er sich daran erinnern, weil das wäre jetzt cringe, wenn das gar nicht sein Design ist und er sich denkt, Bruder, was willst du von mir? Das war ein ziemlich nice Stream. Haut rein. Tschüssikowski. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.